Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt ihr, ich bin in der Höhle, wo dieses Feuerelementar-Ding sein soll. Oder Feuerdrache. Und ich habe alle... Kann man rumrennen? Ich habe alle Fackeln entzündet. Mir fehlt noch eine. Vor ungefähr 6-7 Folgen waren wir hier schon mal. Und da fehlt mir auf einmal Feuersteine. Dieses Mal kann ich die entzünden. Hab einen anderen Trupp dabei, wie man sehen kann. Aber wir entzünden jetzt die letzte Fackel und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Die Asche im Inneren des Kreises entflammt. Okay, da rennen wir schon mal hin. Wo es was bringt. Zup. Dieses Podest brennt in einem reinen, strahlenden Flamme. Auf dem Sockel steht, der Feuerfürst urteilt nur nach einer Feuerprobe. Dann rufen wir den Feuerfürst nochmal. Wie stark der ist, weiß ich leider nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Das Feuer wird umfangen. So, wie stark ist, weiß ich wirklich nicht. 1400 Blender, ja, so stark ist er glaube ich nicht. Testen wir mal. Okay. Superkraft, was haben wir denn hier? Testen wir mal. Ich bin entflammt, weil ich ihn angegriffen habe. Zu Recht wahrscheinlich. Aufgeben. Und hier machen wir den Feuersturm. Nee. Eislanze. Okay, ich bin entflammt. Zweimal. Naja. Den werden wir schnell rasal. Den werden wir wahrscheinlich schnell fertig kriegen. Behaupte ich mal. So. Feuerprobe getötet. So, können wir hinbringen zu unserer Jägerin ins Dorf. Und die wird uns fürstlich belohnen, hoffe ich. Ja, warum ich jetzt mit diesen drei Personen spiele? Ganz einfach, das liegt daran, weil ich die ja natürlich auch hochleveln möchte. Und nicht nur mit meinen anderen Leuten da rumeiern muss. Aber das ist ja schon mal ganz gut, dass wir ihn erledigt haben. War nur wirklich nicht schwer. Das Feuer legt sich. Schau an, schau an. Vielleicht kriegen wir noch was Nützliches für unterwegs. Das ist natürlich cool. Und was sagt er? Langsam ist er auf. Amulett der Verbrennung. Infernalisches Prisma. Schauen wir mal, ob wir das gebrauchen können. Ich würde sagen, wir eilen jetzt erstmal zum Dorf zurück. Und dort... So, ich würde sagen, da müssen wir dann einmal schauen, was die hier uns für eine Belohnung gibt. Und vielleicht können diese auch hier ein bisschen weiter aufsteigen. Schauen wir mal. Einmal dahin. Und hinaus. So. Ein hoher Eilewert verringert die Zeit, die für die Ausführung von Fähigkeiten erforderlich ist. Und lässt ein Charakter öfter handeln. Steigt die Stufe eines Charakters, ist mehr Eilewert erforderlich, um einen Aufstieg von 1% zu erhalten. Das wissen wir schon. Wird uns aber nicht daran hindern, trotzdem mal zu probieren, weiterzukommen. So. Passiert gerade gar nichts. Okay. Können wir rausgehen? Wir werden uns trotzdem mal kurz ins Dorf eiern. Denn wir werden es einmal abgeben wollen. Im einfachen Grund. So, dass man dafür ja was bekommt. Wo sind wir jetzt gerade? Warte mal. Okay, wir müssen ja... Binsenland, Belohnungsküste. Wir müssen da hinten hin, in diese Richtung. Falsche Richtung gelaufen, würde ich sagen. So. Nehmen wir mit. So, hier oben ist nämlich die gute Jägerin. Der Schnack mal kurz. Ja, denn. Die Feuerprobe haben wir erlegt. Einmal Schlacke des Feuerfürsten. Okay. Die Stimme von unten. Also ein Buch von... Okay. Dieser Kerl versteckt sich in einem Brunnen an der Grenze zur südlichen Wildnis. Frag mich nicht wie, aber es ist ihm gelungen, eine ganze Reihe davon über den Tisch zu ziehen. Wie zäh kann er schon sein, richtig? Den schnappen wir uns als nächstes. Und der ist... an der Grenze zur südlichen Wildnis. Willkommen.
Eine Grenze zur südlichen Wildnis. Das sollte nicht schwer zu finden sein. Eine Grenze zur südlichen Wildnis. Huch. Mal kurz gucken. Zurück. Na gut. Wo ist denn die südliche Wildnis jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Ehrlich. Da, was da steht. Gehen Norden, gehen Süden, südliche Wildnis. So, gucken wir mal, ob wir an der Grenze was finden. In einem Brunnen. Brauchen wir nicht angreifen, das ist ja schon mal sehr gut. Der Orden hat dieses Tor eingerichtet, um die Leute von Zwingburg fernzuhalten. Das Schloss sieht ganz gewöhnlich aus. Das Schloss sieht ganz gewöhnlich aus, ist aber mit Magie versiegelt. Dann kannst du es öffnen? Ja, doch wenn es einmal geöffnet wurde, bleibt es auch offen. Dann sind wir für alles verantwortlich, was hier durchkommt. Ein großer Ansporn, die Sache zu Ende zu bringen. Was siehst du? Dann also weiter. Mach auf die Scheiße. Wir sind die Moore. Wir müssen natürlich gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die hier sind. Aber ich glaube, das können wir hier, glaube ich, nicht schaffen. Behaupte ich mal. Denn da müsste ich die anderen Figuren für mitnehmen. Deswegen gucken wir nochmal zur südlichen, gehen südliche Wildnis. Müssen wir nach links gehen. Das machen wir jetzt einmal. Ich würde aber diesen Brunnen gern finden. Machen wir hier links hin. Okay. 17. Ach scheiße, wir sind echt nicht gut gerüstet. Nun gut. Okay, den kriegen wir doch noch hin. Wir müssen ja leider die auch aufrüsten. Das ist ein bisschen langweilig, wenn ich natürlich mit denen rumlaufen will. Und die, man kann die sonst ja nicht hochpowern. Das geht ja nur darüber, wenn ich natürlich Leute kill. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Das war unser Punkt, wo wir hätten hinfliegen können. Das ist leider auch nicht das, was wir suchen. Komm hier rüber. Huch. Alles mitnehmen auf dem Weg. Den richtigen Brunnen habe ich jetzt nicht hier gesehen, aber ich bin hier glaube ich auch nicht richtig. Und sind wir? Südliche Wildnis. Kann natürlich wirklich sein. Es ist vielleicht wirklich das Gebiet da unten? Weiß es nicht. Da waren wir schon. Testen wir mal. Wir gehen mal zu diesem Dings da, diesen Teil hier und schauen mal, was er sagt. Hey, da. Sagen, das ist tatsächlich, müssen wir da durch, würde ich sagen. Na, machen wir das mal. Schauen wir uns ins Skelett hier. Okay, wir haben schon ein bisschen Power, obwohl wir nicht so hochrangig sind. Aber auch das ist ja nicht ohne. So. Okay, wollen wir gucken, wir haben noch irgendwas eingenommen hier. Der eingesammelt, lass mal gucken. Der Ring, der verleiht auf jeden Fall
ihm eine ganz gute Stärke nochmal. Hier sag ich auch was. Amulett. Können wir ihm geben eine größere Ausweichchance? Okay. Wir testen es mal. Gehen hier unten längs. Wir gehen durch dieses Tor hier durch. Quatsch durch in die Wildnis. Gucken wir, was für Gegner hier sind, wie stark die sind. Vielleicht sterben wir auch gleich. Hier hinten ist da irgendwas. Da aus, ne? Nee, hier ist nichts. Okay, dann schnacken wir uns immer mit dem hier. Gucken, was da passiert. Wie stark der ist. Fragezeichen-Typ auf jeden Fall. Ha, okay, alle 20er. Natürlich sehr ärgerlich. Wenn wir nicht schaffen. Das ist natürlich doof. So, gib mir immer ein bisschen Schaden da hinten. Okay, wie ihr sehen könnt, bringt das so viel gar nichts. Wir werden jetzt einfach alle sterben. Okay. Eine kleine Niederlage, die mich auch irgendwie traurig macht. Okay, wir haben 210 Gold verloren. Macht nichts, wir gehen trotzdem ins Gasthaus und tauschen mal unsere Gruppe aus. Und zwar nehmen wir diesmal wieder ihn mit. Ihn und sie. Und die wechseln wir aus. So, das war's. Dadurch können wir auf jeden Fall in die andere Richtung gehen und mal gucken, ob wir da ein bisschen was reißen können, wenn wir ein bisschen höher, stärker, breiter sind. Hoffe. Sonst wird's langweilig. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum die Videos so unregelmäßig kommen gerade. Das liegt einfach daran, dass ich gerade mich vorbereite auf den Urlaub und dadurch arbeitstechnisch ein bisschen mehr zu tun habe. Und ja, so ist das dann, ne? Dann kommt man halt nicht weiter. Kann nicht mehr so viel machen. So. Ich würde sagen, wir sausen mal da runter jetzt. Und zwar Blinkstation, südliche Wildnis. Da ist südliche Wildnis. Wo ist denn der Brunnen da? An der Grenze zur südlichen Wildnis, da müssen wir nochmal gucken. Das interessiert mich ja. Ach komm schon, dich machen platt. Halbblasses Hemd. Kommt mir sofort, wie die Ladezeiten höher gegangen sind, seitdem ich das Spiel besitze, aber dürfte ja eigentlich nicht so der Fall sein. Okay, lit. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Bitte beeil dich. Jetzt. Sofort. Das dauert wirklich lange. Okay, ein paar größere Gegner dabei. Aber wir sind ja auch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Schießen wir auf alle. So. Und okay. Hat weh, aber stört mich nicht weiter. Eieiei, okay, der haut dann tot rein. Das heißt, wir müssen als erstes mal killen.
Okay. Ah, vergiftet die Sau. Okay. Sehr gut. Wenn ich so schlecht überstanden den Kampf. Auch nicht überragend, muss man sagen, aber auch nicht schlecht. So. Südliche Wildnis, gucken wir mal. Wahrscheinlich an der Grenze zur südlichen Wildnis muss es ja irgendwo einen Brunnen geben. Den suchen wir jetzt einfach mal. Diesen merkwürdigen Brunnen. Wo kann dieser Brunnen sein? Ah, komm. Schön, ziehen wir es durch. Jetzt ist er dran. Ja, aus dem Tod rein. Man muss trotzdem sterben jetzt. Wie einen Schritt weiter auf dem Weg. Super. Okay. Mich wundert es, dass ich diesen Brunnen nicht finde. Weil die südliche Grenze, das war ja da. Wieso vergraben es gerade aus? Große Buch des überlegenen Wissens, das ist schon mal gar nicht schlecht. Was müssen wir diesen blöden Brunnen jetzt suchen? Hä? Ja? War doch gerade. Wo ist das denn? Gut, dann versuchen wir hier oben links zu gehen. Verweselnder Schleim. Mein Gott, bleib doch einfach liegen. Okay. Lass jetzt halt ein bisschen mehr rein. So wie der hier jetzt. Booyah! Wieder für Gerechtigkeit gesorgt. Na klar. Hier ist es auch nicht. Die Frage, an welcher Grenze ist die südlichen Wildnis? Es gibt ja verschiedene wahrscheinlich. Na gut. Kämpfen wir uns ein bisschen durch. Kriegst einen Crit von mir. Und wirst vergiftet. Und kriegst einen Bauchklatscher. So, es ist auch noch zerrissen. Ah, das ist eine scheiß kleine Bombe. Alle verbrannt. Naja, alle vergiftet. Okay. Oh, es war wieder los hier. Das hätte ich nicht tun sollen. Oder so.
Gefahr beseitigt, Gefahr gebannt. Okay. Das ist die Tor. Aber dann hätte doch der Brunnen hier irgendwo sein müssen. Ist falsch gedeutet, was er gesagt hat. Wir fragen nochmal nach. Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, was er geschrieben hat. Aber eigentlich? Ja. Üben. Als Tyrann versucht zu regeln. Das ist doch genau dein Ding. Sicher, unsere Mittel sind für geschieden, aber ich kenne deinen Krieger. Okay, Kalibrette, das hatten wir alles schon mal gelesen. Seid gegrüßt, Krieger. So, in Jacken. Dann haben wir noch den hier, die Stimme von unten. Dieser versteckt sich in einem Brunnen an der Grenze zur südlichen Wildnis. An der Grenze. Okay, dann kann er natürlich auch. Kann er auch von verschiedenen Gegnern kommen, ne? Dass die südliche Wildnis ist, kann er auch an der anderen Seite von der Grenze sein. Ärgerlich, willst du jetzt wissen, wo das ist? Geh nochmal runter. So, das ist das Südtor, was da, wo wir hinein, wo es hineingepasst wird. Okay, wir gehen durch dieses magische Tor hier und versuchen da mal unten die 20er zu töten, die da waren. Irgendwie. Die natürlich nicht mehr da sind. Wenn sich weiter stören sollte. Ja, da haben wir ein paar Sachen ein hier. Ist doch gut. Da ist ein Gegner. Interessiert uns erstmal nicht. Hier gibt es ganz viele Knochenzahnpilze. Hier geht man dran vorbei. Ah, schade. Ein Wächter. Okay. Ein verfluchter Wächter. Oh, ein verfluchter Wächter. Ich weiß gar nicht, was ist Angst? Werden wir jetzt beibringen. Okay, da hat man schon viel Leben. Okay. Haben wir nicht. Dann machen wir noch einen kleinen Überfall. Und hier... Macht es vielleicht Sinn? Hm. Ja. Scheiße. Das ist ein Schutzschild jetzt. Mega nervig. Okay. Mist. Ist ja eine fiese Sau. Ah, okay. Warte mal, kann man was anderes machen? Echt viel Power, ne? Oh nein, jetzt heilt er sich schon wieder. Das ist zum Kotzen.
Okay. Ist ja schon mal entflammt. Ist auch nicht so verkehrt. Jetzt kriegen wir ihn aber. Das nennst du vorbereitet? Ja. Da kriegst du den noch von mir. Ah, also ganz schön stark, das Viech, ey. Muss man sagen. Gar nicht mal so unstark. Noch gar nicht aufgestiegen, leider. Muss man schon ein bisschen aufpassen hier bei den Gegnern. Was ist das Kriegsschiff da hinten? Noch aufpassen. Da haben wir auch keine Chance, leider. Ah, da ist ein Brunnen. Den nehmen wir mal antesten. Was er sagt. Du bringst Lebenskraft in der Schlacht. Das ist perfekt. Oder was brauchen wir? Und da sind wir gekommen. Dann haben wir oben rumgelaufen, glaube ich, ne? Ich glaube. Ach, hatten wir schon. Oh. Nein! Ach nee, komm, nicht die Typen aus dem Boot. Ach, ist doch scheiße. Da habe ich keine Chance, die sind zu stark einfach. Diesem Schlachtschiff. Ärgerlich. Die sind wirklich sehr stark. Obwohl, naja, wir testen es mal. Haben sie für 600 jeweils. Das machen wir einfach mal. Kriegen wir mal volle Power von uns. Und testen, ob das irgendwas bringt. Okay. Das geht nicht. Überfall. Der ist natürlich stark, ne? Ja, das war mir schon klar. Leider wird er auch gleich sterben in der nächsten Runde. Es sei denn... Ich mache noch so eine sowas hier. Aber das geht nicht so. Das muss ich über die Superkraft machen, glaube ich. Geht auch nicht. Ach, Mann. Ja, da kommt mein Typ gleich vorher dran. Das ist natürlich scheiße. Aber ich habe noch Zeug. Irgendwas? Flakon der Stärke? Nee. Machen wir mal. Alle ein bisschen was trinken können. Okay. Machen wir auch nochmal kurz. Okay. Der ist gestorben, das ist schon mal gut. Wir müssen den unteren, glaube ich, platt machen, weil der ist der, der am meisten reinhauen wird. Wir sind natürlich auch nicht vergiftet hier. Was ist noch für Zeug hier? Ne, warte mal, wir machen es anders. Bald bei allen 532 Lebenskraft. Ich glaube, das müssen wir leider machen. Ja. Betäubt. Das ist nicht verkehrt. Ah, guck mal an, er holt ihn sich. Aber das gibt's doch gar nicht.
Okay. Er will immer meinen hinteren Typen haben. Schon abgefangen? Nee, doch nicht. Diesmal sie. Reißt jetzt nicht so viel, ne? Aber scheiße, vergiftet. Oh nein. Fuck. Verstohlen wodurch. Ah, das ist natürlich ganz geil. Könnt ihr ihn natürlich gleich platt machen mit euch. Wow. So, jetzt ist sie verstohlen. Das ist natürlich ganz gut. Schöner Crit. Wie scheiße ist eigentlich. Aber... Leben. Okay, ich kann natürlich keinen Überfall machen. Aber ich könnte... Oh, das ist natürlich so ein Highlight, aber jetzt habe ich ein bisschen Leben wieder. So, jetzt kann er uns natürlich einen kann natürlich platt machen fast, glaube ich. Jetzt haut doch rein bei ihr, ne? Bei ihr. Crit! Und? Muss leider so machen. Okay, jetzt haben wir die Chance, ihn platt zu machen. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Ey, das erste Mal das Boot besiegt. Ist auch nicht verkehrt. Sehr gut. Muss doch ein bisschen Leben geben hier. Luftpiratenleutnantsabzeichen. Auch nicht verkehrt. Ja, sind wir ganz kurz mal hier reingehen und gucken. Also er ist ja aufgestiegen, die anderen sind ein bisschen schwach auf der Brust. Aber ist gar nichts. Übrigens war ja gar nichts, wir könnten natürlich da in die Höhle rein, aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Wir müssen, glaube ich, einmal kurz unser Leben auftanken sozusagen. Oh nein, es kommt schon wieder das Boot. Oh ja, das herfliegt die Sau. Super. Das hier hinten gelandet ist natürlich perfekt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zum Harmsweg und legen uns schlafen. Und ich danke euch dann sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Gucken wir uns noch kurz die Zwischentickets an. Wo ist Bretto? Ich habe ihn aufgetragen, Feuerholz zu sammeln. Aber unten im Gasthof gibt es reichlich Feuerholz. Ja, wir sind hoffentlich wieder zurück, bevor er es herausgefunden hat. Zurück wovon? Ich habe Leute darüber reden hören, dass es heute Nacht Ärger auf der Straße gibt. Und tja, ich dachte, das Ärger könnte uns beiden gut tun. Wirklich? Betrachte es als ein Training. Garrison, danke sehr. Oh Mann, Bretto brennt bestimmt eine Sicherung durch, wenn er davon erfährt. Wir beeilen uns.
In Ordnung, schlagen wir ein paar Schädel ein. Und dann ab ins Bett. Abgemacht. Oh, hat da jemand was vor, was? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.